Große Freude gestern bei einem der Veranstalter der Demonstration gegen rechts in Berlin. Er nennt es das Wochenende der Hoffnung und es hat seine Erwartungen übertroffen. Ja, eine Welle des Protestes hat dieses Land erfasst gegen die AfD und gegen rechtsextreme Netzwerke. So viele Menschen sind auf der Straße, wie dieses Land noch nie gesehen hat. Ganz viele Leute das erste Mal. Es strömen so viele Menschen herbei, dass die Versammlungsfläche schon bald erweitert werden muss. Am Ende werden es über 100.000 sein. Weil es, glaube ich, wichtig ist, ein Zeichen zu setzen und damit wir uns alle ein bisschen besser fühlen. Zu sehen, dass wir nicht alleine sind. Ich selbst bin ein klassisches Gastarbeiterkind mit griechischem Pass. Das ist meine Heimat und das ist mir sehr wichtig, heute hier dabei zu sein. Ich bin wirklich überrascht worden durch die Enthüllungen und wollen wir hoffen, dass es nicht zu spät ist, ja. Von Rosenheim bis Sylt sind laut dem Bündnis Zusammen gegen Rechts seit Freitag über 1,5 Millionen Menschen in über 114 Städten auf die Straße gegangen. Selbst in Sachsen, wo die AfD ihre Hochburg hat, kommen insgesamt über 100.000 Menschen zu den Demonstrationen. Auch hier befeuern sie die Debatte über ein Parteiverbot der AfD. Der CDU-Landeschef und amtierende Ministerpräsident zeigt sich in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin skeptisch. Wenn eine Institution, eine Vereinigung, eine Partei unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Gewalt abschaffen will und man das nachweisen kann, dann muss man sie verbieten, dann muss man vor das Gericht ziehen. Aber viele, die das beobachten, sehen diese Grundvoraussetzung derzeit nicht gegeben. Und doch treibt die Empörung über die AfD auch in München die Massen auf die Straße. Mehr als 80.000 kamen. Die Demonstration wurde abgebrochen wegen Überfüllung. Unterdessen haben mehr als 1,5 Millionen Menschen eine Online-Petition gegen den rechtsextremen Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke unterschrieben. Er habe sein Grundrecht, gewählt zu werden, verwirkt. Aus moralischen, ethischen, rechtlichen Gründen erscheint mir das sehr plausibel. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn Sie in der Wahlkabine stehen und sich schon entschieden haben, die AfD zu wählen, dann sehen Sie ja nicht, oh, da steht gar nicht Höcke, dann wähle ich jemand anderen. Also die Auswirkung auf das Wahlergebnis der AfD würde ich für minimal bis gar nicht einschätzen. In Berlin kritisiert Mitveranstalter Christoph Bautz aber auch die Ampel. Ihr Versagen treibe der AfD Wähler zu. Es sei endlich an der Zeit, die Politik zu ändern. Und jetzt ist mir der bayerische Ministerpräsident aus München zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Markus Söder. Guten Morgen, grüß Gott. Herr Söder, Sie haben sich ja für das klare Signal bedankt bei den Demonstrierenden. Ihr stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger schrieb dagegen, die Demos gegen rechts sind vielfach von Linksextremisten unterwandert. Hat er ein Wahrnehmungsproblem? Ich fand es ein sehr gutes Signal gestern, dass so viele Menschen in Deutschland aufgestanden sind, sich gegen die AfD und ihre Doktrin wenden. Das ist ein gutes Signal. Ich glaube, das sollte man dieses bürgerliche Engagement fortsetzen. Wichtig ist aber auch, dass sich was ändert. Nicht nur in der Haltung zur AfD, dass sie sich deutlich verbreitert, sondern ich glaube auch die Politik. Denn die Wahrheit ist, ein Ansatz für AfD-Umfragen ist natürlich viele Enttäuschungen über die amtierende Politik. Deswegen wäre, glaube ich, wichtig, dass diese Demonstrationen ein Signal der Unterstützung der Bürgerlichen sind gegen die AfD, aber gleichzeitig auch ein Weckruf für die Ampel, viele Dinge zu ändern. Denn wenn alles teurer und nichts besser wird, dann treibt es der AfD-Wählerstimmen zu. Aber nochmal die Frage, warum wirft der stellvertretende Ministerpräsident Ihres Landes das Schlaglicht auf vielleicht ein paar versprengte, verpeilte und nicht auf die große Mehrheit, so wie Sie es ja auch getan haben? Ja, Sie führen jetzt das Interview mit mir, deswegen glaube ich, ist das das Entscheidende. Das Zweite ist, natürlich gibt es, war auch gestern in München beispielsweise so, dass dann Vertreter des Bündnisses, die da an der Spitze standen, dann die Ampel angegriffen haben oder auch zum Teil sich bei Fridays for Future natürlich auch ganz andere tummeln. Aber die große Mehrheit, die jetzt dabei war, die ganz große Mehrheit, waren Bürgerliche, waren Vertreter der normalen Mitte der Gesellschaft und das ist ein positives Signal. Ja. Und das muss man jetzt auch aufgreifen. Aber wie gesagt, es müssen sich auch Dinge umsetzen.
müssen. Und deswegen mein Appell ist, zusammenzuhalten. Mein Appell ist auch, miteinander zu überlegen. Und noch einmal, dass die Ampel vielleicht noch mal all das durchdenkt. Olaf Scholz hat ja mal einen Deutschlandpakt angeboten. Den hat er dann selbst nicht angenommen. Man spürt ja, dass in der Ampel es intern rumort. Es braucht jetzt wirklich einen Weckruf auch für die aktive Politik. Denn die Straße ist das eine. Die eigentliche Politik muss ja im Parlament passieren. Und da ist im Moment viel zu wenig geboten. Aber ist es nicht ein bisschen schlicht und ein bisschen einfach, jetzt mit dem Finger nur auf die Ampel zu zeigen und zu sagen, okay, die machen vielleicht keine gute Politik, in der Kommunikation sind sie auch schlecht. Das allein kann ja erstens kein Grund sein, in Teilen eine rechtsextreme Partei zu wählen. Und auch die Opposition trägt ja Verantwortung. Zum Beispiel der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, aber auch der aus Schleswig-Holstein haben beide gesagt, wir sollten uns vielleicht auch an die eigene Nase fassen, wie wir mit unseren demokratischen, ich will gar nicht sagen Feinden, sondern Gegnern umgehen und ob wir uns da vielleicht in der Tonalität und auch im Wording, also wie man Sachen formuliert, manchmal vergriffen haben. Bisschen Selbstkritik vielleicht auch von Ihnen? Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist. Wir haben in Bayern auch bei der Landtagswahl erlebt, dass ein großer Teil der Menschen, die AfD gewählt haben, gesagt haben, wir wählen die AfD nicht wegen ihrer Inhalte. Oder wir spüren auch, dass sie auf dem Weg zu einer rechtsextremen Partei ist. Aber uns verdrießt insgesamt die Lage so sehr in Deutschland, dass wir sozusagen als einzige Möglichkeit, einen Weckruf zu senden, auch an die Amtierenden, an Bund, daran liegt. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Wir haben seit Wochen die Polarisierungen auf den Straßen. Landwirte, Spediteure, Handwerker protestieren, allein wegen den Ungerechtigkeiten, die man ihnen angedeihen, das denken Sie jetzt an die Landwirtschaft. Und diese Stimmung, dass alles teurer, aber nichts besser wird, dass wir einen Bundeskanzler haben, der scheinbar ausgebrannt wirkt und überhaupt gar nicht mehr in der Lage ist, mehr zu kommunizieren, das spüren die Menschen. Aber Herr Söder, steht denn das Land wirklich so schlecht da, wie es oft beschrieben wird? Glauben Sie wirklich, dass Deutschland so knapp vor der Wand steht? Also ich glaube zumindest, dass Deutschland fast das einzige Land in Europa ist, das im letzten Quartal eine schrumpfende Wirtschaft hat. Und ich glaube fest daran, dass es andere Länder besser machen und dass wir unsere Chancen, die wir haben, nicht nutzen. Wir nutzen unsere Chancen nicht und die Ampel selber hat zueinander kein Vertrauen. Wenn Sie verschiedene Magazine vom Wochenende gelesen und dann spüren Sie auch in der SPD, dass darüber nachgedacht wird, über Personalwechsel und Ähnliches mehr. Und das spüren die Menschen draußen. Es wäre meiner Meinung nach relativ leicht, mit wenigen, aber klaren Entscheidungen, ob in der Migrationspolitik, ob in der Wirtschafts-, ob in der Energiepolitik, sozusagen das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Wenn das geschieht, glaube ich, dass auf der einen Seite die Ampel weniger Unterstützung bekommt und zum Zweiten, da bin ich aber Ihrer Meinung, wir brauchen natürlich weiter einen ganz klaren Kurs gegenüber der AfD. Diese Partei ist meiner Meinung nach verfassungsfeindlich, deswegen muss das jetzt auch gesammelt und auch eingestuft werden. In vielen Bundesländern ist noch nicht einmal die AfD ein richtiger feststehender Verdachtsfall. Also wir haben da noch eine Menge Arbeit bei den Behörden, aber immer stärker, immer unverdrossener, immer aggressiver tritt die AfD zutage und es muss bekämpft werden. Also politisch tut sich ja einiges was, haben Sie ja mitbekommen. In der Migrationspolitik gibt es ja jetzt eine Verschärfung. Ganz zum Schluss noch, Sie haben eine Idee jetzt auch noch mal erwähnt, und zwar die Streichung von Geldern für die AfD aus den staatlichen Parteifinanzierungen. Dazu muss die Verfassungsfeindlichkeit der gesamten Partei festgestellt werden. Das ist ungefähr so langwierig wie ein Parteiverbotsverfahren. Helfen solche Gedanken? Naja, im Endeffekt überlegen wir alle auf allen Ebenen, was kann man denn tun? Ich glaube, ein Verbotsverfahren ist in der Tat extrem schwierig, auch wenn es dem reinen Herzen sicherlich am leichtesten entsprechen würde. Wir stellen aber fest, dass es gibt demnächst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da geht es nochmal über die NPD und ob unterhalb der Schwelle eines Verbots Möglichkeiten gegen solche Parteien sind. Nach diesem Urteil wird man etwas klarer sehen und überlegen können, wie das weitergeht. Ich kann nur sagen, jedenfalls die Verfassungsschutzbehörden sollen sammeln, all das, was zusammengetragen ist, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, auch bei uns in Bayern. Die AfD fordert den Ausschluss dieses jungen Abgeordneten, der mit Sieg Heil unterschrieben hat. Und die AfD-Landtagsfraktion verweigert sich, bekennt sich also ganz klar zu der Sieg Heil-Idee. Das ist so unsäglich, so unerträglich. Und da braucht es auch eine am Ende rechtliche Reaktion. Und das Urteil, von dem Sie gerade gesprochen haben, wird für Ende Februar erwartet. Markus Söder war das, der CSU-Ministerpräsident. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne.